Cooldown Rechenzentrum 2020. So sichern Sie die Zukunft Ihres Unternehmens. Wie baue ich und plane ich ein Rechenzentrum so, dass es möglichst energieeffizient arbeitet? Wie optimiere ich die IT-Infrastruktur und die Rechenzentrumsinfrastruktur? Das alles im Computerwoche-Webcast. Anforderungen, Klimatisierung auf Basis neuester Technologie. Hier möchte ich aber vorab sagen, dass es bestimmte Mechanismen, bestimmte Maßnahmen schon gibt, die eigentlich wenig Geld kosten, aber trotzdem den Klimatisierungsbedarf reduzieren und somit auch die Energiekosten. Wenn ich eine Grundinvestition habe für ein Rechenzentrum, dass ich über die Laufzeit von 20 Jahren einen Energiekostenbeitrag von dem Faktor 7 habe, der Grundinvestition, Faktor 7. Gibt es heute schon unglaublich leistungsstarke Grafikkarten. Die sind natürlich eher für die Spieleindustrie entwickelt, aber das sind plötzlich auf so einer Grafikkarte 400-500 Cores, Rechenkerne zur Verfügung zu stehen. Und wenn ich hergehen kann und diese nutzen kann, dann kann ich natürlich die Leistung meines Systems eklatant nach oben drehen. Registrieren Sie sich doch einfach jetzt.